Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Und zwar habe ich gerade den Salat für meinen Sohn vorbereitet. Für den Großen natürlich. Wollte euch den mal zeigen, weil es ist echt ein cooler Kindersalat. Ich glaube, den essen eigentlich alle Kinder gern. Natürlich gibt es vielleicht ein Gemüse, das dein Kind jetzt nicht mag. Das kannst du dann eben weglassen oder ersetzen mit dem, was es eben mag. Aber so. Von den Zutaten her ist es eigentlich ein Salat, den die meisten Kinder mögen. Und ich zeige euch den jetzt einfach mal. Zwar sieht er so aus. Da drin habe ich jetzt Tomaten, Paprika, rote, weil die anderen sind oft zu bitter für die Kinder. Ich habe auch gehört, dass die grünen Paprika gar nicht reif sein sollen, sondern nur die roten. Und die schmecken eh am besten. Habe ich Gurke mit rein. Dann habe ich. Also Zucchini-Nudeln, spiralisierte Zucchini. Und als Dressing habe ich ganz einfach eine halbe Avocado zerquetscht, zerdrückt und die da eben mit reingemacht. Ein Avocado mögen eigentlich sowieso alle Kinder. Und den Salat, den mag mein Sohn einfach gerne. Und ich dachte euch, ich gebe euch den mal als kleine Inspiration, dass ihr das vielleicht auch mal ausprobieren könnt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!